Ja, man kann sie so schwer machen. Ja, ich habe dir gesagt, du sollst aus dem LSPD-Gelände raus. Du hast nicht gemacht. Ich habe dir. Ey, ich war gerade beim Schreiben. Ich bin keine Schreibtipse. Bei mir dauert das Einfingersuchsystem. Mensch! Mann, das gibt's in keinen Russenfilm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Dann musst du mal mitlesen. Ich hab dir was geschrieben. Ja. Einmal bitte zu meinem Car. Ich kann dazu echt nichts sagen. Du hast ein Verbrechen begangen. Was für ein Verbrechen? Du hast gar kein Recht da drin zu stehen, weißt du? Ey, du hast mich selber hingeschoben. Ich stand vorm Zaun. Ich stand vorm Zaun. Der Zaun war dazu. Ey, das gibt's nicht. Das ist ein Witz. Ich sag es gut, du hattest 208 Minuten im Knast. Das geht. Scheiße, Mann. Nein, wir müssen ernst bleiben. Du hast ein Verbrechen begangen und ich kann da wirklich. Dagegen kann ich gar nichts machen. Du bist noch. Welches Verbrechen denn? Du standst im SAPD-Dingsbums-Gelände da. Ich kann dir auch gerne eine Aufnahme schicken, wenn dich das verrückt. Ich hab dich schon getötet. Wie kann ich denn drinnen stehen, wenn's Tor zu ist? Das geht ja doch gar nicht! Das frag ich dich! Ja, du hast mich doch hingeschoben ins Auto! Ich lag auf deiner Motorhaube, damit ich immer das Dach überrutscht! Auf der gesagt, du hast mich überkarrelt, eigentlich! Möchtest du... Jungs, ich kann dabei nicht ganz schnell, bitte! Soll ich dir die Aufnahme schicken? Damit es dich beruhigt. Was bringt mich das? Ja, dann kannst du sehen, dass du... Genau. Dann kannst du vom Anfang bis zum Ende sehen, wie du in den Knast gekommen bist. Das bringt mir, glaube ich, auch nichts, oder? Warum lachen hier alle, Mann? Weil wir alle behindert sind. Udo, kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Ja, du kannst mich gerne zur Bank fahren, wo ich ja nicht hin wollte. Ey, wie will ich das sein? Oben auf dem Dingsbums. Ja, komm, lass sie töten. Ey, halt deine Hand für die Töten. Ey, ich fahr jetzt auf die Brücke, Mann, das reicht mir jetzt hier. Hätte auch auf dem PD doch gehen können. Boah, sind mega viele Taxi. Also, oder wenn du zur Bank möchtest, mach /service, ruf ein Taxi. Sind auf jeden Fall viele online. Ein paar Tricks, Geld. Das ist. Warum hast du mich überhaupt das erste Mal verhaftet? Unser Tasche leider nicht auf dem Mein Auto steht vor dem Ammunition. Du wirst auch zu dir hinzaubern, oder wie? Ja. Schieben ist, glaube ich, auch verboten, ne? Warum schieben? Ich hab ja, ich denke, ich soll mich da hinzaubern, hat doch gerade noch nicht gesagt. Geschoben. Du hast zwei gesunde Füße. Guck mal, ich hab mich sogar verfahren, Mann. Ich hab dich nicht geschoben. Hä? Aber Menschen schieben. Ja, hey, Anthony, nicht. Vor dem Ammunition. Wieso hast du mir da zwei Wunde ziehen? Achso, du meinst diese Situation. Ja, weil du geflüchtet bist. Was? Weil ich, also Fabian. Komm, Udo, ich nehm dich mit. Fabian hat geschrieben, du sollst, also Straßenverkehrsamt, kennst du ja wahrscheinlich. Udo. Und du bist weitergefahren. Hast umgedreht, bist weitergefahren und bist irgendwann da mal stehen geblieben. Steig in, nehm ich mit. Davon möchtest du sehen? Tim! Was? Das gibt's in keinen Russenfilm. Nochmal. Langsam. Ich war jetzt Chris und die gerade zu laut. Ja, wir sind gerade aufgeladen. Du, ich reagiere nicht auf die erste Ermahnung. Ja, aber das müsstest du tun, dann kriegst du auch keinen Rundflug, weißt du? Ich bin doch dann angehalten. Ja, nach ein paar Sekunden. Ja, du kannst doch jemanden anders mähen, der da quer ab irgendwo fährt. Ist doch keiner quer fährt, nur du warst auf der Straße. Aua, Entschuldigung. Ja, ich hab Strong of Pusher hier bei Sprechen-Taste. Das sehe ich mal, wenn ich den Kopf in mir. Das